Hallo? Wölfe greifen an, my Lord! Willkommen zurück zu Geschichten aus der Gruft des Barons, heute in einem etwas persönlicheren Format. Wisst ihr, ich saß vorgestern so da und überlegte mir, wie habe ich als Rollenspieler angefangen, als Paperspieler besser gesagt, und wie habe ich andere Leute erlebt, als sie angefangen haben. Ich habe in den vergangenen Jahren tatsächlich sehr viele Leute in dieses Hobby eingeführt. Und mir sind dabei einige Stereotype aufgefallen. Und über 6 davon möchte ich heute mit euch reden. Es sind nicht alle, bei weitem nicht, aber es sind die meiner Meinung nach, zumindest meiner persönlichen Erfahrung nach, 6 häufigsten Stereotypen von PnP-Anfängern. Es ist nicht unbedingt so, dass jeder Anfänger in diese eine der Kategorien fallen wird. Aber wenn man ein bisschen von allem mischt, wird man wahrscheinlich jeden Spieler zusammenkriegen, so denke ich mir. Fangen wir doch einfach mal an. Nummer 1. Das Talent. Das Talent ist so das, was sich jeder Spielleiter im ersten Augenblick vielleicht wünscht, wenn er mit einer vollkommen neuen Gruppe aus Anfängern beginnt. Dieser Spieler hat das Setting kennengelernt, hat sich die Regeln angeschaut, er weiß, was er tut, sein Charakter ist fertig, sein Charakter ist tiefgründig ausgearbeitet, er braucht niemals nachfragen, was er zu würfeln hat, wann er zu würfeln hat. Es läuft. Er ist selbstbewusst, er ist wie ein Veteran. Der Punkt ist, er ist sich vielleicht zu selbstbewusst und er ist eben kein Veteran. Das Talent nimmt das Spiel oftmals ein wenig zu ernst am Anfang. Glaubt, es geht nur ums Geschäft sozusagen. Wir sind hier, um zu spielen, verdammt nochmal, nicht um Spaß zu haben. Und das kann durchaus ein Problem für die anderen Spieler sein, wenn sie sich davon nicht unbedingt bedroht fühlen, aber davon gestört fühlen, wenn jemand dort sitzt, der glaubt, er hätte alles im Griff und wäre der Einzige, der weiß, wie alles läuft. Denn das Talent weiß nicht unbedingt, wie man in der Gruppe Pen and Paper spielt, er weiß nur, wie das Spiel funktioniert. Und so dieses Selbstbewusstsein führt auch gerne mal dazu, dass er glaubt, den Spielleiter nicht unbedingt kritisieren zu können, aber er glaubt, er könnte ihm reinreden. Mir selbst ist aufgefallen, dass ich häufiger mal in dieses Reinreden verfalle, während meiner Spielsessions, wenn ich dann mal zum Spielen komme und nicht leite. Und das kann aus Spielleiterperspektive sehr nervig sein. Also, auch wenn man glaubt, nur Talente wären perfekt, es stellt sich schnell raus, das möchte man nicht unbedingt. Nummer 2. Der Enthusiast. Es ist an dieser Stelle vielleicht nochmal zu erwähnen, alle Stereotypen, von denen ich spreche, sind unisex. Nur weil einige von ihnen als männlich oder weiblich oder sonst irgendwie ausformuliert sind in meiner Aufzählung, heißt es nicht, dass das andere Geschlecht nicht genauso in diese Kategorie fallen kann. Also zurück zu dem Enthusiasten. Der Enthusiast möchte vom ersten Augenblick an, wo er davon gehört hat, dass sie eine Gruppe macht, jetzt sofort anfangen, nie wieder aufhören und ist sowas von dabei, denn er hat so viele Romane gelesen oder Serien geguckt oder sonst irgendwas aus dem Genre erfahren. Und er weiß, das wird voll geil, denn er sieht sich selbst in der Rolle des Hauptcharakters einer Serie. Nur, dass er endlich diesen Kindheitstraum wahr werden lassen kann, seine eigene Rolle zu spielen und sich nicht nur vorstellen zu müssen, wie es wäre, in diesem Universum der Supertyp zu sein. Das heißt, der Enthusiast bringt viele Ideen mit ein, leider manchmal viel zu viele Ideen und fühlen sich dann oftmals angeschlagen, wenn man sie ein bisschen zu drosseln versucht. Der Enthusiast sieht sich, wie gesagt, selbst als der Hauptcharakter und vergisst dabei, dass es um die Gruppe geht und nicht nur um ihn. Der Enthusiast hat auch das Problem, dass er das Ganze sehr, sehr, sehr viel mehr erzählerisch betrachtet. In manchen Settings ist das durchaus angemessen, in vielen gibt's aber zu etlichen Situationen, die ein Spieler geraten, keine Regeln. Und der Enthusiast vergisst das. Oder ignoriert das vielleicht einfach, auch wenn er weiß, dass es Regeln dafür gibt. Also springt sein Charakter auf den Tisch,
greift sich dabei im Bierkrug, haut es dem rechten Schläger, der ihn gerade bedroht, ins Gesicht, während er dem linken mit dem Knie in die Eier haut und der sagt, das geht einfach so, weil mein Typ hat doch Akrobatik. So einfach ist das, nicht wahr? Also ein Enthusiast ist schön und gut, aber man muss diese Leute mit der Zeit unbedingt drosseln, sonst klappt das auf Dauer nicht. Nummer 3. Auf Nummer 3 habe ich den Rumhänger notiert. Der Rumhänger ist eigentlich kein Spieler per se. Er ist einfach nur jemand, der gerne mit dieser Clique, mit dieser Gruppe an Leuten, die sich hier zum Spielen zusammensetzt, gerne Zeit verbringt. Er interessiert sich nicht unbedingt so sehr für das Spiel, aber denkt sich, hey, das ist die Gelegenheit, mit euch ein bisschen abzuhängen. Alles klar, ich bin dabei. Entsprechend wird der Rumhänger nur auf etliche Nachfragen mit der Spielwelt interagieren, nur beim wiederholten Erinnern, dass er würfeln muss, würfeln, wird meistens an einem Tablet, einem Laptop, einem Smartphone hängen und irgendwas anderes machen, außer zuzuhören. Vor allem wird er aber auch gerne mal in den Raum werfen, hey Leute, schaut mal, dieses lustige Meme oder dieses tolle Video, was ich gefunden habe, gucken wir uns das doch mal an. Ist auch nur 20 Minuten lang und hey, es passiert ja gerade eh nichts Spannendes, oder? Was habe ich verpasst? Der Rumhänger ist eigentlich niemand, den man beim Spiel dabei haben möchte. Und auch wenn es hart klingt, so sollte man vielleicht als Spielleiter einfach auf ihn zugehen und sagen, Alfred, hey, wir unternehmen gern was zusammen, aber wir wissen beide, du bist nicht hier, um zu spielen, wir anderen schon. Wie wär's mit uns morgen mal zum Chillen verabreden? Nummer 4. Auf Nummer 4 habe ich das Liebchen stehen. Ja, das Liebchen. Das Liebchen sind... Liebchen sind die ruhigen, stillen, oftmals sehr scheuen Lebewesen, die man am Tisch vorfindet. Sie sagen meistens nicht allzu viel, ohne dass man bei ihnen was nachfragt. Und wenn sie was sagen, dann ist es oftmals mit einem Fragezeichen am Ende, da sie einfach nicht sicher sind, ob das, was sie machen, richtig ist. Sie lassen sich gern mal von anderen Leuten reinreden und übernehmen die erste Idee, die ihnen zugeworfen wird, wenn sie mal eine Entscheidung treffen müssen und jemand anders macht ein Statement. Als Spielleiter ist es eure Aufgabe, dass jeder Spieler am Tisch seine Zeit bekommt. Und das Liebchen braucht das. Ihr müsst dem Liebchen Raum einräumen, damit es sich ein bisschen entfalten kann. Das heißt, ihr müsst es nicht schonen. Es verdient genauso eins auf die Fresse wie alle anderen, wenn es nötig ist. Aber das Liebchen braucht Zeit aufzugehen. Es muss sich erstmal wohlfühlen in dieser Gruppe. Vielleicht ist es auch für das Liebchen ganz angenehm, etwas stiller zu sein. Das sehe ich ja durchaus ein. Aber wir sind schließlich hier zusammengekommen, um zu spielen und miteinander zu interagieren und nicht heimlich auf dem Smartphone Nachrichten zu verschicken, wenn man sich nicht traut, gegen einen laut brüllenden Enthusiasten links neben einem etwas zu sagen. Also, gebt dem Liebchen mal die ruhige Minute, während alle anderen die Klappe halten, damit es seine eigenen Ideen ausformulieren kann. Und sobald es einmal sieht, dass es auch positives Feedback kriegt für etwas, das es selbst zustande gebracht hat, wird es auch euch damit danken, dass es ein toller Spieler wird. Nummer 5. Auf Nummer 5 habe ich den falsch Beworbenen platziert. Das ist übrigens einfach nur eine Aufzählung, das ist kein Ranking, also nicht missverstehen. Der falsch Beworbene ist jemand, der eigentlich ein anderes Spiel spielen wollte. Also vielleicht jemand, der gerne einen Dungeon Crawler gespielt hat, aber die Kollegen, die mit euch bereits spielen, haben ihm ausschließlich von den geilen und epischen Schlachten und Kämpfen erzählt, die sie ausgetragen haben, und vergessen zu erwähnen, dass das nur jeden dritten oder vierten Abend passiert, weil dazwischen sehr viel Rollenspiel stattfindet. Da kommt der falsch Beworbene dann vielleicht dann am nächsten Abend mit, hat seinen Charakter zur Hand und wundert sich, warum ihn denn jemand fragt, was die Hobbys seines Charakters sind. Er dachte eigentlich, er ist nur hier, um Riesenspinnen umzubringen. Der falsch Beworbene kann auch ein Problem haben, weil er das Setting nicht ganz erkannt hat, beziehungsweise das Setting zu schlecht beschrieben worden ist.
Wenn man Science Fiction hört oder auch Cyberpunk, gibt es ein ganzes Spektrum an verschiedenen Subklassen schon beinahe. Und man könnte meinen, jede einzelne Cyberpunk, Science Fiction, Mittelalterwelt wäre kaum unter diesem allgemeinen Begriff zusammenzufassen. So hatte ich den Fall, dass ein Shadowrun-Spieler, als er hörte, dass es ein Fantasy-Cyberpunk-Setting ist, eher eine deutlich zerstörteres, deutlich, ja, schon ein leicht postapokalyptisches Setting dachte. Natürlich kein Mad Max, aber eben doch noch etwa eine Spur unzivilisierter als das, was Shadowrun tatsächlich ist. Und er war dann eben sehr überrascht, als er sah, dass die Gesellschaft doch noch nicht fast komplett zusammengebrochen ist, wir hatten hier keine Arbeitslosenrate von 90% hatten und dass eine Bar tatsächlich auch noch eine Lizenz braucht. Solche Leute, die falsch beworbenen, sie können meistens zwei Wege gehen. Entweder das Spiel gefällt ihnen tatsächlich dann doch noch und sie bleiben dabei und freuen sich tierisch, auch wenn es nicht das ist, was sie erwartet haben. Oder sie sagen dann leider, sorry, ich habe keine Lust mehr. Oder sie werden zum Rumhänger, aber das möchte man ja vermeiden. Wenn sie keine Lust mehr haben, dann kann man als Spielleiter oder als ganze Gruppe natürlich sagen, schade drum, schönen Tag noch. Oder aber vielleicht, man fragt einfach, was hast du denn da genau erwartet? Und vielleicht, wenn dieser neue Spieler ein bisschen mehr schon Einblick in andere Sachen gewonnen hat, nicht unbedingt gespielt hat, aber von anderen Sachen gehört hat, vielleicht wird er dann tatsächlich sagen, nee, ich wollte eigentlich gar nicht Dungeons and Dragons spielen, ich wollte eigentlich viel lieber das Schwarze Auge spielen, aber ihr habt nur gesagt, es ist mittelalterlich Fantasy. Gut, wie man die beiden verwechseln kann, ist was anderes, aber das Beispiel steht. Ja, und wer weiß, vielleicht kommt der falsch Beworbene eines Tages an und sagt, hey Leute, ich habe hier dieses Spiel gefunden, es ist genau das, was ich mir gewünscht hatte, hat irgendwer von euch Bock mit mir zu spielen? Beziehungsweise, vielleicht wendet er sich an den Spielleiter, hast du Bock, es vielleicht zu leiten? Oder aber, er ist ganz tapfer und sagt, ich leite das Ganze auch. Also der falsch Beworbene muss nicht unbedingt ein Komplettverlust sein. Er hat einfach nur ein großes Potenzial, das er ausschöpfen muss. Oh, nun wir kommen zu unserem letzten, der Nummer 6. Der Nummer 6 ist der oder die Mitgeschleifte. Was meine ich mit mitgeschleift? Ist es meistens, was heißt eigentlich meistens, der Partner oder einen gelegentlichen Fan, vielleicht auch der Bruder oder die Schwester von einem Spieler bereits am Spiel sitzt. Dieser Mitgeschleifte wurde eigentlich quasi dazu überredet, einfach mal mitzukommen, weil der Spieler davon erzählt, dass es so toll ist, du musst es unbedingt mal ausprobieren, Schatz. Komm schon. Es wird dir gefallen. Und natürlich kann es sein, dass der Mitgeschleifte oder die Mitgeschleifte an diesem Abend sitzt und ihr die Augen groß werden, sie feststellt, oh mein Gott, das ist total geil. Das macht mir so viel Spaß. Ich liebe es. Gott sei Dank bin ich mitgekommen. Oder aber sie wird zu einer noch schlechteren Version des Rumhängers. Eine, die einfach gar nicht hier sein möchte. Die vielleicht gar nicht mal so viel mit euch zu tun hat im Vorfeld mit der Gruppe. Weil einfach dieser Freundeskreis, also mit diesem Teil des Freundeskreises von ihrem oder seinem Partner noch gar nicht so sehr in Kontakt gekommen ist. Und dann wird sie da rumhängen, auf ihrem Handy rumspielen, darauf drängen, dass das Ganze noch möglichst bald zu Ende ist. Sie ist dann auch spätestens nach einer Stunde oder zwei, heißt es, sie ist sehr müde. Sie drängt nach der Aufmerksamkeit ihres Partners, der sie hierher mitgeschleift hat. Und im Grunde ist sie einfach nur, sie war ja ein Gewicht für die gesamte Gruppe. Okay, es mag sein, dass ihr an dieser Stelle zu oft die weibliche Form benutzt habt für die Nummer 6. Seien wir ehrlich, auch wenn heutzutage Pen and Paper spielende Frauen deutlich häufiger vorkommen als vielleicht vor 10, 20 Jahren, sie sind immer noch nicht 50-50 vertreten, wie vielleicht die männliche Belegschaft dieses Hobbys.
Deswegen rutschte ich da häufiger mal in die Freundin, die mitgebracht wurde, Metapher. So, das waren also meine 6 Stereotype für Pen-and-Paper-Anfänger. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und wir sehen uns beim nächsten Mal.